Wunderschön, dass ihr wieder dabei seid bei uns. Heute eines der meistgewünschten Gerichte, der Zwiebelrostbraten. Zwiebelrostbraten, ich habe mich lange nicht drüber traut, weil der andere macht ihn so, der andere so, geschmort, kurz gebraten, wie auch immer. Ich mache ihn jetzt genauer so, wie meine Kinder, ich und meine Familie am liebsten mag und unsere Gäste auch. Und das probieren wir jetzt. Schaut her, da habe ich das Rostbratenstück, wunderschönes Stück Rindfleisch, man sieht schon da ein bisschen die Fetteinlagerung und genau da ist der Geschmack drin. Und wenn ich da jetzt mit dem Finger drauf greife, seht ihr das? Wenn das so innen bleibt, top gelagertes, abgelagertes Fleisch. Man muss immer 3-4 Wochen rassen und dann kann man ein schönes, mürbes Fleisch verarbeiten. Da gehen wir jetzt nur drauf, wenn es da her schaut, ein bisschen Dijon-Senf, ja? Dijon-Senf, Salz, gut salzen, Salz gehen wir beidseitig drüber. Da. Und Pfeffer. Das muss schon noch was schmecken. Ja? Umso dicker das Fleisch ist, umso mehr muss man das würzen. Und das werden wir uns jetzt in der Pfanne, schau, da habe ich schon Hitze, die Hitze passt, in Öl-Butter-Gemisch scharf anbraten, dann rosten lassen. Wirklich scharf anbraten, aber nicht wiederum, wie viele glauben, dass wir die Poren schließen, sondern dass wir dann in unserer Zwiebelsauce den optimalen Geschmack reinkriegen, weil die Röstaromen, die sind so, die wir da brauchen. Schaut her, da haben wir schon schön die Hitze da und da legen wir es jetzt rein. Nicht gleich bewegen, dem Fleisch muss man immer Zeit geben in der Pfanne. Viele gehen jetzt her und probieren das loszureißen mit einem Löffel oder mit der Gabel. Lassen wir dem Ganzen wirklich Zeit, dass das knusprig bzw. schön anbraten kann und dann werdet ihr es sehen, schaut, das ist ja wie beim Grillen noch. Dann löst sich das von selber, schaut. Da haben wir keine Probleme. Hätte ich das jetzt vorher schon gemacht, dann haben wir die ganze Struktur vom Fleisch zerrissen und das soll nicht so sein. Da habe ich noch ein Pfandl, das werden wir uns jetzt einschalten, was passt zum Zwiebelrostbraten am besten dazu. Wir in Österreich mögen die Röstkartoffel. In Deutschland sagen sie Bratkartoffel. Am Anfang haben wir es nie ausgekannt. Die wollen Bratkartoffel mit Zwiebel. Bei uns sind ja die Bratkartoffel. In Würfel geschnittene Kartoffel, ohne Zwiebel gebraten. In Deutschland gibt es nur Röstkartoffel mit Zwiebel, ja, sozusagen. Schaut euch das an. Wirklich schön anbraten, man sieht schon da. Das ist der Rostbraten, das ist das Fleisch. Beidseitig, immer wieder ruhen lassen. Jetzt das Fleisch rausnehmen, da habe ich das auch Schirl. Und im Rohr bei 70 bis 80 Grad rosten lassen, beziehungsweise ziehen. Schau, jetzt können wir da ruhig noch ein bisschen übergießen. Schön greifen vom Fleisch. Ist jetzt noch wirklich sehr, sehr rar gebraten. Aber einen Geschmack haben wir da drin. Immer ruhig da, gehen wir her, übergießen es ein bisschen. Übergießen. Das zieht rein. Der Geschmack ist im Fleisch da drinnen. Ich sag's Ihnen. Schau. Und da greifen wir, wenn es so ganz weich ist, umso mehr rar ist das Ganze. Ja? Und das geben wir jetzt da in das Geschirr. Schaut einer. Was ich jetzt mache, ich gebe natürlich auch den ganzen den Saft da oben drüber. Und jetzt lassen wir das im Rohr. Sie können auch meinetwegen 80 Grad. Gehen Sie mit der Hitze einfach auf 80 Grad, weil es soll ja dann schon rosa sein, aber nicht blutig. Das mögen ja viele dann nicht. Und dann gehen wir da in die Pfanne rein und machen uns unsere Zwiebelsauce. Der Zwiebel für die Sauce gehört immer in Streifen geschnitten. Schaut her. In den Bratenrückständen wird der anbraten. Da gibt es nur zu beachten, vielleicht geben wir noch mal ein bisschen Butter dazu, dass das nicht zu schnell passiert. Bei zu schnell gerösteter Zwiebel hat zwar auch Farben und Geschmack, aber im langsamen Anrösten von den Zwiebeln kommt die Süße, die wahre Kraft des Zwiebels aus und die Bindekraft. Zwiebel bindet uns dann auch ein bisschen die Soße. Wir müssen dann ein bisschen mit Mehl staumen im heutigen Fall, weil wir ja keine Grundsoße und nichts haben, das haben wir alles da drin. Aber genau so kannst du das daheim machen. Da haben wir jetzt Hitze, da geben wir uns jetzt die Erdäpfel rein. Die jetzt zuerst ganz wichtig, ohne Zwiebel. Die ganzen Erdäpfel nur so einmal goldgelb braten. Und wenn sie ungefähr zur Hälfte fertig sind, dann eine Zwiebel dazugeben. Was sonst, wenn sie eine Zwiebel zuvor dazugeben, dann verbrennt er. Ja? Schaut her, da mal den, röstet schön langsam. Und jetzt
zum Wichtigsten vom Zwiebelwurstbraten. Oder alles ist wichtig, aber das ist auch sehr wichtig. Schaut, da kochen wir links und rechts kochen wir der Röstzwiebel. Und da habe ich da drinnen Zwiebel. Dünn in Ringe geschnitten. Und den gilt es jetzt mit etwas Griffing, doppelgriffigem Mehl, ja, nur so zu verrühren. Schaut her, locker, ja. Ganz wichtig, da gibt es jetzt einige, die den Paprikapulver dazu, das kann man auch machen. Aber das Wichtigste ist, dass der wirklich schön frisch geschnitten ist und locker mit dem verrührt wird. Und dann werden wir uns den zum Schluss in dem Fett drinnen schön knusprig auspacken. So, herrlich, herrlich wird das. Und jetzt da die Zwiebelsauce, schaut. Jetzt haben wir da schöne Farbe, schön. Jetzt gehen wir her und stammen das Ganze mit ein bisschen Mehl, schaut. Dann geben wir dazu ein Paradeisermark, weg von der Hitze. Werden uns das Ganze einrühren, schaut, so genau so könnt ihr das daheim machen. Das funktioniert zu 100% mit Rotwein ablöschen. Schaut rein da. Bleiben wir wieder da. So müssen wir auch schwenken. Jetzt Rotwein dazu. Einen kräftigen Rotwein. Nehmen wir da jetzt rein. Nicht zu wenig. Und dann im heutigen Fall mit ein bisschen Rindsuppen aufgießen. Schaut. Das Ganze und das lassen wir jetzt wiederum runterkochen. Jetzt haben wir das da. Die Kartoffeln sind beinahe fertig. Wie schmecken wir die Soßen ab? Da brauchen wir ein bisschen Majoran. Immer beim Rostbraten gerade eine Majoran. Die Suppen, die war ja relativ kräftig. Gehen wir da dazu, Schatz. Das hat natürlich jetzt eine wunderschöne Farbe von dem Zweigel. Ich nehme da gerne einen Zweigel her. Lassen wir nur sämig einkochen. Bis das alles fertig ist, können wir uns da hinten eine Röstzwiebel machen. Schaut, mache ich alles mit Ihnen. Was haben wir bei den Erdäpfeln vergessen? Salzen. Salzen wir drüber. Zack, zack, zack. Nicht zu heiß das Fett sein, nicht zu heiß, auch nicht zu kalt. So eine, ja. Jetzt machen wir es miteinander. Da müsst ihr aufpassen daheim. Wenn zu viel Zwiebel reinkommt, dann lasst der Zwiebel Wasser und der Schaum geht nach oben. Und dann bauen uns die Feuerwehr, weil dann brennt es. Soll ja nicht sein. Aber so wird er. Herrlich. Gelingt. Probieren. Ein bisschen Salz. Salz dazu. Kartoffeln haben wir fertig. Jetzt rein ein Schnittlauch, dann kann man jetzt schon reingeben. Schaut. Gehen wir da rein. Genau so soll das sein. Eventuell, wenn man ein bisschen viel von der Säure einmal erwischen sollte. Ich meine, in dem Fall, wenn ich ein bisschen zu viel Tomatenmark habe, kann man eine kleine Prise Zucker geben. Zucker hebt immer einen Geschmack. Zucker hilft dem Ganzen auf die Sprünge, macht das Ganze rund. Die ganze Zwiebel. So, schaut mal, was der von Glanz hat. Wenn das Fleisch jetzt reinkommt und die Soße kocht noch, dann wird das zäh, weil dann erschrickt es. Und wenn es erschrickt, dann ist das nicht mehr so mürbe. Schaut, das ist jetzt wunderschön. Wunderschön. Und das legen wir jetzt da dazu rein. Da rein. Geben wir jetzt das Saftel, was wir da drüber haben, auch nochmal dazu. Unglaublich, schau. Da rein. Schau, Christopher. Und jetzt zum Röstzwiebel. Schau der Röstzwiebel. Da drinnen. Wie knusprig. So, da her. Abtupfen lassen. So macht man Röstzwiebel. Genau so. Genau so muss ein Zwiebelspann sein. Siehst du das? Wir werden immer ruhiger, wenn wir jetzt auch einen Appetit kriegen, der Christoph von dir. Und oben drüber, das ist das Wichtigste, ja. Einen schönen Haufen von den Röstzwiebeln. So drüber, die Erdäpfel lassen wir überhaupt im Pfandl drinnen. Jetzt gehen wir nochmal da rum. Dann schauen wir, wie der Braten ist. Zum Abschluss, Christoph, können wir das probieren. Das habt ihr gesehen. Schaut es da rum, dann schneiden wir uns das Stück Fleisch noch an. Was wir da haben. Wie gesagt, das nehmen wir da raus. Und jetzt schaut her. Der ist noch immer
wunderschön rosa, ja. So muss man schneiden. Schaut, habt ihr es gesehen? So baden wir. Und ausbaden. Schön, da rinnt kein Blut aus, kein gar nichts. Jetzt werden wir ein Stückchen nehmen. Unglaublich. Luftsprünge da, den liebsten machen. Viertag, bis zum nächsten Mal.